Am letzten Samstag im September stellte der Heimatverein Hauenhorst-Kartenhorn eine Kernobstbühle des Kreislehrgartens Steinfurt in Hauenhorst am Dorfplatz auf. Alle interessierten Hauenhorster und Kartenhorner Bürger waren eingeladen, ihre Äpfel zu Apfelsaft verarbeiten zu lassen. Das Angebot fand regen Anklang. Bereits um 13 Uhr war eine Familie mit 80 Kilogramm Äpfeln aus ihrem Kleingarten erschienen. Zunächst wurden die Äpfel in einer großen Wanne gewaschen. Das Zerteilen erledigte dann die große Mühle, die ähnlich wie ein großer Küchenmixer mit scharfen Messern funktioniert. Danach war die Apfelmasse bereits fertig zum Pressen. Das Befüllen der eigentlichen Presse, die mit Wasserdruck betrieben wird, erledigten die Vorstandsmitglieder des Heimatvereins. Auch erklärten sie interessierten Zuschauern genau die Funktion der verwendeten Presse. Wertvolle Tipps und Hinweise wurden für das Pasteurisieren und Abfüllen des Saftes in sterile Flaschen gegeben. Aber nun hieß es erstmal Wassermarsch. Und schon floss der Saft in die bereitgestellten Eimer. Aber wohin mit den Pressresten? Kann man noch etwas daraus machen? Da wusste Ludger Quieter, Vorstandsmitglied des Heimatvereins, eine Antwort. Trester wird daraus gemacht. Und wie schmeckt dieser? Lecker. Der schmeckt lecker. Der schmeckt abscheulich, aber du wirst da herrlich besoffen. Aber die Reste aus der Presse nahm niemand mit nach Hause. Beim Heimatverein wird er demnächst als Dünger für die Pflanzen auf dem Heimathausgelände dienen. Und wie schmeckt nun der frische Saft? Wir lassen einen unabhängigen Tester urteilen. Und? Lecker. Lecker, ne? Ja, darfst du auftrinken. Dann ist ja alles richtig gelungen. Gut 50 Liter Apfelsaft konnte diese Familie mit nach Hause nehmen. Insgesamt wurden an diesem Tag gut 250 Liter Apfelsaft gepresst. Eine Aktion, die der Heimatverein im nächsten Jahr wiederholen möchte.